Die Stegenmühle ist bereits ein fester Bestand der damaligen Wirtschaftsregion um das Gut Stegenhof. Die Mühle in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts. Das Wasserrad, die Antriebskraft für die Mühle, erbaut nach dem Zweiten Weltkrieg von Josef Wohlfahrt, dem Mühlenradbauer, unserer Region. Transmissionen im Untergeschoss, angetrieben vom außenliegenden Wasserrad, später Zusatzantrieb mit Elektromotor, durchgehende Radwellen zum Antrieb der verschiedenen Maschinen. Die Kopperei, Getreideschillmaschine, erster Arbeitsgang im Mahlvorgang. Aufzüge für Getreide und Mahlprodukte aus Holz, fugenlose Verarbeitung ist von Mühlenbauern gefordert. Das muss ein schlechter Mühlenbauer sein.